Wo kommt ihr her? Aus Bamenohl. Hier aus Greffenbrück. Aus Meggen. Wir sind die Greffenbrücker Prinzengarde. Wir kommen aus Müsen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist in der Nähe von Hirchenbach. Und wir sind der Spielmeister vom TuS Müsen. Und was stellt ihr da? Wir heißen Sisters of Dance. Ja, sieht man doch, Mexikaner. Wir sind eine Garde und das ist unsere Prinzengarde. Was erwartet ihr von dem heutigen Tag? Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Spaß, jede Menge Spaß. Ja, ein gutes Finale. Das ist der Höhepunkt bei uns im Karneval. Und wir hoffen, dass es einfach ein schöner Tag wird, dass das Wetter mitspielt und dass wir einfach Spaß haben. Ja, viel, viel Spaß, wie wir jedes Jahr haben, gute Laune. Und vor allen Dingen nachher, wenn wir in der Halle sind, da ist ja Live-Musik, da geht richtig die Post ab. Der heutige Tag wird mit Sicherheit genauso grandios wie alle anderen Veranstaltungen vorher auch. Wir haben immer alles gegeben und so wie es heute aussieht, gibt der Wettergott heute auch alles für uns. Habt ihr auch einen Schlachtruf? Radio Mexiko! Alle Länder in Bamenohl, Bamenohl! Da fühlen wir uns wohl! KG Megan, schalalalala! KG Megan, schalalalala! Prinzengarde Greffenbrück! Hey, jetzt, ja! Wir freuen uns, hier in Greffenbrück zu sein und bedanken uns hier mit eingreifenden Kräften. Gut! Schlag, gut! Schlag, gut! Schlag. Wie wird man Prinz? Wie wird man Prinz? Da gibt es ein Gremium im Karnevalsverein und die haben ihre Favoriten auf der Liste und dann wird man auserkoren. Gefragt und dann kann man sich das dann überlegen. Ne? Warst du da drauf vorbereitet? Überhaupt nicht. Das war für mich eine große Überraschung, weil ich eine schlechte Vorgeschichte habe. Aber das war jetzt die beste Therapie für mich, die ich mir eigentlich vorstellen konnte. So viel Teufel und ein Engel, wie verträgt sich das? Das verträgt sich gut. Bei uns hat das Engelchen hat das Sagen und er hat uns gut erzogen und von da dürfen wir einmal im Jahr auch mal Teufelchen sein. Und so wurde das Tambourchor Müsen in diesem Jahr auch von einem Engel angeführt, dem lauter Teufel folgten. Wir vom Greffenbrücker Karnevalsclub möchten euch alle recht herzlich begrüßen. Und ich wünsche allen ein super Fest und super Zug heute und seid alle gut drauf. Der Knobelclub Greffenbrück hatte sich in diesem Jahr das passende Motto zum Winterwetter im Sauerland ausgesucht. Die strahlende Wintersonne lockte tausende Zuschauer nach Greffenbrück. Die Golden Girls, dieses Jahr unter dem Motto Vampire. Der Ratz und Rübe Kindergarten in Greffenbrück. Weiter geht's mit dem Großwagen der Sisters of Dance Bamenohl. Bei strahlendem Sonnenschein ein weiterer Großwagen. Das Motto Fort Bamenohl, letzte Bastion vor Finnentrop. Mit auf dem Wagen Prinz Jörg I. von der Bamenohler Karnevalsgesellschaft. Ja, was sagst du zum Wetter heute? Ah, ist ja jetzt nicht sein können, ne? Nur für dich, würde ich mal sagen. Und ich und deine Truppe hier. Die Tanzgarde Glück auf aus Meggen. Und im Anschluss die Mädels von der Finnentropper Lennegarde. Danke! Also, ihr gefällt es wunderbar bei euch in Greffenbrück. Klein Elka feiert in dieser Saison das 75-jährige Vereinsjubiläum. Hier die Fruchtgarde. Bitte beachten Sie auch unseren Bericht vom Rosenmontag in Elspe. Auch in diesem Jahr war die Stimmung nicht mehr zu toppen. Es wurde quer durch alle Altersgruppen gefeiert. Und das erste Mal mit dabei, ein Großwagen aus Maumke. Eine bunt gemischte Gruppe aus dem schönen Dorf im Sauerland. Und weiter wurde auf den Straßen und den Balkonen der umliegenden Häuser geschunkelt. Auch die Mädels aus Halberbracht waren natürlich wieder vertreten. Ebenfalls zum ersten Mal dabei die Volksbank Greffenbrück mit dem Motto Steinzeitmenschen. Die Pappnasen aus Greffenbrück. Diesmal auf dem Öko-Umwelttrip. Wie in den vielen Jahren zuvor, auch jetzt wieder im unermüdlichen Einsatz für die gute Stimmung, das Tambourchor Rönkhausen. Ebenfalls aus Rönkhausen die Funkengarde. Die Stimmung, gerade unter den vielen Fußgruppen, war einfach grandios. Ein Schnäpschen in Ehren kann niemand verwehren.
dachte sich auch der Moderator Wolfram Wienand. Nachwuchssorgen kennt der Karneval in Griffenbrück nicht. Der Tigerclub, diesmal mit dem Thema: In den Sauerländer Bergen wohnt Schneewittchen mit den Zwergen. Auch flogen Kamelle, Blumensträuße und Schokoladen unter das närrische Volk. Scharfe Tuben, heiße Würstchen. Wenn die Heidi das hier wüsste. Eine Anspielung auf Germany's Next Topmodel vom Steinhoff-Team. Tänzerische Einlagen wurden von vielen Gruppen geboten. Nicht immer ganz problemlos, nur fliegen ist schöner. Die Feischlegarde Gräfenbrück, wie jedes Jahr in Bombenstimmung. Danach der Prinzenwagen mit dem Dreigestirn aus Bonzur. Auch Stefan Hund fühlte sich in seiner neuen Rolle sichtlich wohl. Dann wurde auf den Wagen, in den Straßen und in der Halle weitergefeiert. Und wir freuen uns schon auf die nächste Saison, wenn es wieder heißt, ein dreifach kräftiges Grillau.